Am Samstag kam dann die Nachricht, dass die Schule für die nächsten 5 Wochen geschlossen wird. Man kann unser Abitur mit keinem bis jetzt vorher dagewesenen Abitur vergleichen. Man fühlt sich verarscht, weil man sich denkt, das war das, worauf ich jetzt die letzten 12 Jahre für mich hingearbeitet habe, und dann kommt sowas. Man freut sich halt so darauf, irgendwie endlich das Abi in der Hand zu halten, und dann hat man das irgendwie, hat man nicht die Möglichkeit, das mit Leuten zu teilen, mit denen man das gerne teilen würde. Das Letzte, was ich jetzt mit aus der Schule nehme, ist zu fünft in einem Zimmer zu sitzen mit Mundschutz. Ist natürlich nicht die schönste Erinnerung. Hi, ich bin Annie und habe am 11. Juli 2020 mein Abiturzeugnis erhalten. Ja, ich habe meinen Abschluss geschafft und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit. Abi selbst hat alles super gut geklappt und ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich weiß, wie ich gelernt habe, und dafür ist es ziemlich gut geworden. Ich habe jetzt mein Abitur geschafft, ich bin sehr zufrieden und glücklich damit. Trotz der widrigen Bedingungen habe ich mein Abitur erfolgreich ablegen können und stehe auch mit einem guten Durchschnitt, mit dem ich selbst zufrieden bin, am Ende jetzt da. Und gegen jede Vorausplanung, dass die Abiturzeugnisse einzeln und separat in den Klassenräumen überreicht werden sollten, kam es sogar durch Lockerungen so weit, dass eine Abiturfeier stattfinden konnte. Wie geht es jetzt für dich weiter? Ich werde jetzt soziale Arbeit in der Studienrichtung Soziale Gerontologie studieren, freue mich extrem drauf und bin sehr dankbar, dass doch alles noch so gut geklappt hat. Ich fange jetzt erstmal an, ein FSJ zu machen, für ein Jahr an der Oberschule, und werde danach wahrscheinlich Lehramt studieren. Und ich werde jetzt mit einem Sozialwissenschaftenstudium anfangen in Köln. Ich bin von zu Hause ausgezogen und habe auch einen Studienplatz erhalten. Allerdings war das Studium mehr so Plan B, weil eigentlich habe ich mich für ein Auslandsjahr in Sambia über die kirchliche Organisation NRK karitativ beworben, wurde auch angenommen. Allerdings konnte halt die Ausreise durch Corona wie geplant im August nicht stattfinden und wurde jetzt auf unbekanntes Datum verschoben. Deswegen werde ich jetzt erstmal studieren und schauen, wie das ist, und hoffe, dass die Ausreise nach Sambia bald stattfinden kann. Und zwar habe ich vor, Veranstaltungstechnik und Management in Berlin zu studieren. Leider ist ja nun die Veranstaltungsbranche eine, die von Corona am härtesten getroffen ist. Und so steht natürlich gewissermaßen jetzt auch mein Studium in dieser Branche in Gefahr. Es ist schon so, eigentlich hätte ich jetzt seit dem 1. September schon studieren sollen. Leider ist der Anfang des Studiums auf Anfang November erstmal vorläufig verschoben. Leider, muss ich auch sagen, habe ich noch keine Zu- oder Absage zu dem Studium bekommen. Lediglich die Aussage von der Universität, dass die Auswahlverfahren auch nach hinten verschoben sind. So muss ich leider sagen, dass ich jetzt momentan nicht mehr machen kann, als zu Hause sitzen und warten und hoffen, dass mein Studium stattfindet, dass ich meinen beruflichen Weg gehen kann. Ansonsten muss ich mich möglichst schnell umorientieren. Ich habe natürlich auch noch andere Bewerbungen in Richtung Diplom-Finanzwirt gehen, also ins Finanzamt, was ganz anderes. Gibt es eine Lektion, die du aus dieser Zeit mitnimmst? Ich habe gelernt, dass egal wie aussichtslos eine Situation ist oder wie oft man denkt, dass die Situation gerade richtig doof für einen läuft, man nie aufgeben sollte und immer daran glauben sollte, dass es irgendwie doch weitergeht und sich vielleicht sogar zum Positiven wendet. Als große Weisheit habe ich eigentlich das kölsche Grundgesetz nochmal verinnerlicht. It is, wie it is, und es hätte noch immer Jodje Jange. Das beschreibt es ziemlich gut, wie ich jetzt die Zeit mit meinem Abi, also während meines Abis und nach meinem Abi erlebt habe. Auch wenn man nicht immer gleich den Sinn und Zweck versteht oder denkt, warum muss ich jetzt genau das durchleben? Ich sage von mir ehrlich, ich gehe davon aus, Gott hat einen Plan für mich, was für mich am besten ist, auch wenn ich verstehe das vielleicht nicht.
aber vielleicht in ein, zwei Jahren verstehe ich, warum all das so gelaufen ist. Man muss Vertrauen haben, man darf sich auf nichts versteifen, man muss flexibel sein und sich auf neue Sachen einlassen und einfach auch offen da reingehen. Und ich finde, wenn man mit dem nötigen Gottvertrauen dort reingeht, kann man auch solche schwierigen Zeiten überstehen und kommt aus solchen Sachen heil raus.